Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 und willkommen zu einer wieder etwas übermüdeten Aufnahme, wie sie bei mir das öftere Mal der Fall sind. Ach, was soll ich sagen, mein Töchterchen meint heute Nacht, dass die Nacht einfach um 4 Mal vorbei ist und ja. Deswegen hängt mir den ganzen Tag so eine leichte Müdigkeit nach, aber jetzt wird erstmal nur eine Runde gezockt, wo die Kleine im Bett ist. Getreu nach dem Motto irgendwie am Tage Papa und nachts ein Gamer. Chronische Übermüdung ist irgendwie Standardzustand. Naja. Gut, wir sind hier in Seattle, Tag 1. Auf der Suche nach Benzin, um eine Schleuse aufzukriegen. Und da hinten ist, glaube ich, der Benzintank, den wir suchen. Wir sind hier in der Tiefgarage von einem Gerichtsgebäude, wo wir auch schon ein paar Zombies erledigt haben beim letzten Mal. Und ich gucke mich hier gerade noch so ein bisschen um, bevor ich das Benzin anzapfe, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Ich komme ja eigentlich nachher wieder hier raus. Muss ich wieder über den Fahrstuhl nach oben klettern? Ah ne, hier. Wir müssen das Benzin mitnehmen. Ja, das weiß ich. Dachte mir, wir könnten hier trotzdem schon mal aufmachen. Ach so, sie muss mir helfen und reagiert erst, weil ich das Benzin auch wirklich eingepackt habe. Naja, dann kümmern wir uns jetzt doch mal ums Benzin. Hier scheint ja ansonsten nichts mehr rumzuliegen hier unten. Flammable, brennbar. Wer hätte es gedacht? Gucken, ob wir hier mehr Erfolg haben. Benzin. Das sieht so aus, als in dem jüdischen Gotteshaus. Gut. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Jo, da bin ich auch mal sehr gespannt, was uns dahinter letztendlich erwarten wird. Wir sind ja eigentlich immer noch auf der Suche nach Tommy und den Mördern von Joel, natürlich. Beziehungsweise der Mörderin. Aber das wissen wir ja noch nicht. Okay, lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. Gut gemacht, Babe. Okay, Tor. Ist meine Lampe jetzt an oder aus? Jo, damit sind auch alle Fragezeichen durchgestrichen, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Wenn ich nicht irgendwas grob übersehen habe, sind wir hier jetzt fertig und können uns jetzt tatsächlich diesem Tor widmen, was wir eigentlich die ganze Zeit öffnen wollen. Vorwärts, Schimmer. Ach, hier ist ein Tiefgarageneingang. Das ist mir, glaube ich, ja, da sieht man auch daran, dass ich doch relativ oberflächlich suche und mir, glaube ich, gar nicht so alles auffällt. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. Jo, es hat so beides was für sich, ne? Stadt- und Landleben. Stadtleben ist natürlich viel, ja, ich sag mal, Action, alles ist schnell erreichbar, Kino, Nachtleben, Restaurants, keine Ahnung was. Dafür hast du es auf dem Land halt ruhig und gemütlich und vor allen Dingen günstig. Das trifft ja auf die Stadt nicht zu. Genau, was ich vorhin sagen wollte, daran sieht man, dass ich manchmal ein bisschen die Sachen ein bisschen oberflächlich absuche, weil genau im Laden gegenüber von der Tiefgarageneinfahrt zum Gerichtsgebäude sind wir schon gewesen. Und ich glaube, diese Tiefgarageneinfahrt ist mir gar nicht so aufgefallen. Naja, ich hoffe mal, dass wir trotzdem hier so einigermaßen alles erfunden haben. erfunden haben. Ich schätze mal, mit einer Shotgun und einer Holstererweiterung haben wir hier schon relativ reichhaltigen Loot rausgeholt. Und halt sonstiges Crafting-Zeugs, Pimp-Zeugs, was auch immer. War ein Abenteuer. Wir
Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Aber auch die verfallenen Gebäude finde ich super cool gemacht. Ist mir gerade auch wieder beim Draufzureiten aufgefallen. Man sieht schon, jedes Fenster ist anders zersprungen. Ich suche gerade, ob es hier eine Doppelung gibt, aber so auf Anhieb fällt mir nichts auf. Und das macht natürlich auch irgendwie den realistischen Look hier so ein bisschen aus, ne? Dass man keine Wiederholungen oder sowas findet. Wie es sonst in Computerspielen immer der Fall ist und es relativ schnell ans Computerspiel entlarvt. Aber hier sieht tatsächlich alles irgendwie ein bisschen anders zerstört und verfallen aus. Ich meine, ich kann jetzt nicht dafür reden, ob nicht an diesem Gebäude ein Fenster gleich aussieht wie an diesem Gebäude. Aber innerhalb einer Fensterfront oder Glasfront sieht es auf jeden Fall nicht auffällig aus. Oder ist nichts Auffälliges dabei, was sich halt Computerspiel-like irgendwie wiederholt. Achso, der Generator war da hinten, ne? Guti, dann können wir dem jetzt ein bisschen Benzin zuführen. Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Diese alten Generatoren sind ziemlich zickig. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Sie muss nur dreimal ziehen. Nur zweimal ziehen. Während wir immer dreimal ziehen müssen. Jo, wir sollen den Code eingeben. Dafür muss ich aber erst nachgucken, wie der Code nochmal war. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Wo waren wir jetzt hier? East 2. Steht sogar da direkt. Wo haben wir's? Kontrollpunkt Tor-Codes. East 2, 53, 45, 5, 3, 4, 5. So, 5, 3, 4, 5. Tududududud. Tor ist offen, tada! Kein Begrüßungskonto. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Genau, wir suchen einen Eingang zum Serovina Hotel. Da soll ja irgendwie ein Stützpunkt der WLF sein. Ich weiß nicht, ob der immer noch aktuell ist oder ob es mal ein Stützpunkt der WLF gewesen ist. Ich denke, das werden wir jetzt relativ zügig feststellen. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Ja. Das ergibt Sinn. Tja, Pferdchen. Ich glaube, wir lassen dich mal wieder ein bisschen alleine, damit ich mal ein bisschen hier in die Ecken reinschauen kann. Und mal gucken, ob es hier irgendwelche Türen zu öffnen gibt. Aber die hier zum Beispiel schon wieder nicht. Fedra. Quarantine Warning. Infectious. Mal irgendwas present. Okay. Es scheint nur ein generisches Schild zu sein für irgendwas. Mann, ey, dass man auch nirgendwo mal dran rütteln kann oder reingehen kann, wo es nicht gewollt ist. Serovina Hotel. Heißt Serovina sowas wie Seepferdchen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, diese Vokabel für Seepferdchen gibt es in meinem englischen Vokabular nicht. Aber man könnte fast davon ausgehen. Opening Day Tickets. 10% Discount off. Support our Seattle Orcas. Okay, wahrscheinlich fürs Aquarium oder so, die Werbung. Kann man hier nochmal irgendwo hintergucken? Ah, das selbst mitlaufende Pferdchen ist auf jeden Fall auch sehr praktisch. Ja. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ach so, das war die... Kommen wir da drüber.
Barrikade dieses Wegs, okay. Ja, es ist ja toll, dass sie einem so früh du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Tipps geben. Wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Okay, diese Scheiben kann ich anscheinend nicht einschlagen. Aber ich wollte mich hier doch nochmal kurz in den Ecken umgucken. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Zombies direkt überrannt. Oh, jetzt rennt sie aber ganz schön schnell. Ist sie immer so schnell gerannt? Oder macht das der Druck? East One, der Druck der Zombies im Nacken. Ich glaube, East One war irgendwie verschmiert, ne? Wo war es denn jetzt? Ach, da. Genau, East One. Wenn man genau hinguckt, konnte man meinen, da steht 2311. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Sie sagt, weiß nicht, aber gibt noch nicht mal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Sauber. Oder muss ich irgendwie erst was am Generator machen? Ja, ich weiß, ich muss da hinten rein, aber es ist auch hier noch nicht vorgesehen, dass ich durchs Tor gehe. Das ist ja immer so ein bisschen limitierend in diesen Naughty Dog-Spielen. Dann schauen wir mal, wo es diesen Zombie hier hingetrieben hat. Vielleicht kommen wir ja erstmal vorsichtig über den Zaun duken, bevor wir komplett drüber springen. Aber sie springt komplett drüber. Nice. Okay, der wandert da hinten einfach so rein, ohne irgendwelchen Tumult, ohne irgendwas. Das macht ja zumindest irgendwie die Chance oder Hoffnung auf menschlichen Kontakt relativ zunichte, würde ich sagen. Wenn die Zombies sich hier schon so frei bewegen können. Zumindest hier in den abgesperrten Gebieten, die mal irgendwie, wo die Menschen sich mal verschanzt haben. Ich meine, dass sie sich draußen frei bewegen können, ist ja irgendwie normal, aber nicht hier in solchen abgegrenzten Gebieten. Aber generell muss ich sagen, muss ich mir mal von außen angucken. Wenn es nicht ganz so verfallen, überwuchert und wahrscheinlich innen drin von Zombies bewohnt wäre, wäre das mit Sicherheit ein schickes Hotel gewesen damals. Also damals, bevor die Zombie-Seuche quasi ausgebrochen ist. Mal direkt näher als erwartet. Aha, falsche Waffe. Oh, ich bin so ein Trottel, was die Waffenwahl angeht. So. Und auch was die Ausweichtaste angeht. Okay. Die anderen hat sie alle erledigt. Okay. Das war das. Ich glaube, ich hatte die Waffe ausgewählt, ne? Zack, zack. Okay, und wenn die Waffenauswahl weg ist? Aber das ist auch schon wieder seltsam, ne? Total unintuitiv. Wenn ich die Waffe ausgewählt habe und das Waffenauswahlmenü geht weg und ich drücke einmal nach links, dann geht sie automatisch auf die nächste Waffe, weil die wahrscheinlich, weil die aktuell ausgewählte leer ist. Wenn ich jetzt einmal nach links drücke, bleibt sie auf jeden Fall dabei. Das sind irgendwie so uneinheitliche Mechanismen, die natürlich irgendwie logisch sind, weil man nicht auf einer leeren Waffe verbleiben will oder nicht auf eine leere Waffe switchen will. Nichtsdestotrotz, im Kampf verwirrt mich sowas in der Regel mehr. Aber gut, ich habe mich jetzt um einen Zombie gekümmert, beziehungsweise um zwei mit den Mollys und dann um einen im Schussgefecht. Und Dina offensichtlich um den Rest. Wo ist denn der Rest gestorben?
Hier ist einer. Oder waren es nur noch zwei? Kann auch sein, dass es nur noch zwei gewesen sind. Mist, die haben mir auf jeden Fall nichts hinterlassen. Wie sieht es denn um meine Gesundheit so aus? Eigentlich immer noch ganz gut. Da haben wir auch immer noch gar nichts für. Was hängt denn hier an der Wand? Ein Gameboy? Na gut, es könnte auch die Klimaanlagensteuerung oder so sein. Oh, schon wieder was voll und ich glaube, jetzt kann ich endgültig nichts mehr craften. Ah doch, ich habe ja gerade Molly benutzt. Okay, aber Notiz an mich, nächstes Mal, bevor ich einen Molly auf Zombies werfe und ich sehe, da rennen noch mehr Zombies rum, auf jeden Fall mal die ausgewählte Waffe checken. Dann ist auf jeden, dann wäre der Überraschungsmoment auf jeden Fall insgesamt mehr auf meiner Seite. Ein Espresso bitte. Von mir aus auch zum selber machen. Sprengzeugs ist voll. Nee, falsch. Dann stellen wir mal sowas hier. Und das wollte ich auch mal herstellen. So, jetzt ist die wieder voll und sollte mehr Schaden machen. Was? Warum hat man denn das angebrannte Brennholz hier in der Ecke gestapelt? Concierge, ja, der arbeitet wohl nicht mehr. War lustig, was hier noch so rumsteht. Aber gut, ich glaube, es ist kein normales Gepäck. Es ist mehr so Zeugs, was die WLF hinterlassen hat. Oder die Fedora sind ja mehr so Militärkisten und nicht klassisches Reisegepäck. Der hier ist frisch. Ja, relativ. Dieser Wolf auf Nähe. Ach ja, da. Wir ziehen wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ja. Ist das keine Gerechtigkeit? Ja. Also sie ist ja... Was mit, wenn wir schon hier sind? Sie ist ja echt übelst auf Rache aus. Also es reicht ja noch nicht mal, dass sie tot sind. Sie will es auf jeden Fall selber machen. Das ist Business Center, Fitness Area und Pilates und Spa. Gut, schien schon ein relativ luxuriöses Resort hier gewesen zu sein. Aber gut, man sieht es auch hier schon an der gediegenen Innenausstattung. Oh, eine Runde Kicker. Wollen wir eine Runde kickern, Dina? Nee, leider auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das kriegst du ja wohl entfernt. Nee, jetzt wo ich gerade meine Waffe da verbessert und repariert habe, will ich bestimmt nicht tauschen. Warum verbuddeln sie eigentlich alle ihre Kisten unter grauen Tüchern? Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Ja gut, die Infizierten werden ihn nicht erschossen haben. Da bin ich mir auch relativ sicher. Captain Obvious. Brauch mal was Neues zum Anziehen.
falls unsere Klamotten nicht mehr so frisch sind. So. Oh, die armen Blumen. Das gehört aber nicht zur ursprünglichen Hotelausstattung hier, oder? Was haben wir hier? Benzinkanister oder was? Hey, da ist hier Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Tja. Also bis zur Abreise inklusive Benzin scheinen sie es auf jeden Fall nicht mehr geschafft zu haben. Aber das haben die beiden ja gerade auch schon festgestellt. Das erinnert so ein bisschen an das Hotel aus dem ersten Teil. Den hier erkenne ich auch nicht. Tja. Ist auf jeden Fall eine schöne Spur von Leichen, der wir hier gerade folgen können. Ein gelbes Büchlein, was sagt uns das? Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. The Survival Magazine, Last Round, The Camouflage Issue, Also Inside, irgendwas, Gedöns. Ah, cool, cool, wir kriegen es nochmal auf Deutsch präsentiert. Alles zu Camouflage, schützen, täuschen und verbergen mit dem Besten. Unsere 15 Tipps von bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich, Regenwasser-Auffangmethoden. Neuer Verbesserungszweig, Tarnung. Ach so. Da oben kommen noch richtig viel mehr Zweige. Das war mir auch noch nicht so klar. Überleben. Fertigung. Da wollte ich zumindest bis da gehen. Ach so, das ist jetzt der neue Zweig Tarnung. Und hier ist noch einer gesperrt. Okay, wie viele Zweige werden das denn? Schalldämpfer anfertigen. Fertige einen Schalldämpfer für die Pistole an, der Schüsse lautlos macht, bis er zerbricht. Lauschmodus-Klarheit. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Ja, das tun wir ja so oder so schon. Sie werden halt nur deutlicher und vielleicht auch weiter angezeigt. Schnellere Bewegung im Bauchlage. Bewege dich im Bauchlage schneller. Erhöhte Haltbarkeit gefährlicher Schalldämpfer. Und lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. Okay, das hier ist, finde ich, nett, aber das ist auch ganz unten. Das kostet richtig Geld, bis dahin zu kommen. Und das hier finde ich nett. Also ich glaube, ich werde meine Strategie weiterfahren. Hier bin ich ja schon so weit, wie ich wollte. Hier will ich bis hierhin. Das mache ich auf jeden Fall auch noch. Dann werde ich hier mal bis hierhin gehen. Ja, und dann mal gucken, was noch so kommt. Das finde ich cool. Also gameplay-technisch haben sie sich auch neben der offenen Welt auch hier, was das ganze Skillen und, naja, Crafting noch nicht mal so, aber das Skillsystem haben sie ein bisschen überarbeitet. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Doch, das Waffencrafting haben sie auch überarbeitet ein bisschen. Es gab zumindest so Sachen, glaube ich, wie das... Ah ne, das Schwanken der Waffe, das war früher auch ein Skill gewesen im ersten Teil. Das galt dann für alle Waffen. Und hier, skillt man es dann eher für einzelne Waffen, beziehungsweise craftet es an einzelne Waffen dran. Wir können nichts mehr machen, aber ich würde mal einen meiner Gesundheitskoffer benutzen. Zack, das geht ein bisschen schneller, weil wir es mittlerweile geskillt haben. Jetzt kann ich einen neuen craften. Und dann kann ich das Zeugs da einsammeln. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, Licht brauche ich hier oben eigentlich auch nicht mehr so richtig. Ich habe gerade mal die Taschenlampe ausgemacht. Hier ist ja zumindest relativ hell. Und eine Sammelkarte. Know it all. Sieht eher aus wie ein Skill als wie eine Person. Beziehungsweise es hört sich an wie ein Skill. Aber es sieht aus wie eine Person. Ist wahrscheinlich das Orakel oder so.
Know-it-all, echter Name Shyla Kim, Intelligenz 100 plus Muskelkraft 20 Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Shyla Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnte sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigten ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Gehirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichern, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln konnte. Jetzt ist sie ohne Zweifel die klügste lebende Person der Welt, Sparks neue technische Direktorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren, andere fragen sich, ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurken. Ja, cool. Know it all. Also das haben sie schon nett gemacht mit diesem Kartenspiel. Hä? Hier ist auch was drin. Es dauert ein bisschen anscheinend, bis so die Gegenstände in den Schubladen wirklich mal greifbar werden. Da muss ich vielleicht nochmal ein Sekündchen länger warten, die nächste Male. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf. Aber ich mag ihn. Ja, das hört sich auch richtig sympathisch an. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Ja klar, wenn sie ja mordend und brandschatzend durch die Gegend ziehen, würde ich es mir vielleicht auch überlegen. Auf, ja, ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber... Aber es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der da kuscht. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Ja, man fragt sich schon so ein bisschen, wer hier der Faschist ist, ehrlich gesagt. Ups. Das nehmen wir selbstverständlich auch mit. Warum steht hier so eine Fass mitten im Badezimmer? Wo das wahrscheinlich auch nicht zur ursprünglichen Einrichtung gehörte. Und irgendwie so eine Schüssel, so eine überdimensionierte. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn das hier noch benutzt würde. Ne? Da oben steht auch noch so ein Fass drauf. Das ist so eine, ja, sag ich mal, etwas hemdsärmlich zusammengeschusterte Dusche. Eine manuelle Dusche quasi. Aber wahrscheinlich immer noch besser als gar keine Dusche, aber jedes Mal dieses Fass da hoch zu hieven, wenn das eine leer ist, das möchte ich auch nicht unbedingt machen. Was ist denn hier für ein Rotlicht? Oha. Tommy. Das? Diese Handschrift erkennt sie offensichtlich sofort. Niemals. Wer war es bestimmt? Das ist einer von Joels Mördern. Na gut. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Nicht. Was stand da auf dem Boden? Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage, aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ja, ich glaube, das Spielchen
Hat Joel im ersten Teil auch irgendwo gespielt, als er auf der Suche nach Ellie war. Als sie gefangen genommen wurde von dem Wahnsinnigen. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ach, da standen wir doch vorhin schon vor. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, das war 3211. War das richtig? Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ich will noch gar nicht raus. Ich wollte auch gleich nochmal die Treppe hochgucken. Ja. Naja, hier steht 7302. Es war doch nicht 3211, wie ich es auf dem Zettel entziffert habe. Vielleicht schauen wir uns das beim nächsten Mal nochmal genauer an und schauen uns auch nochmal die Zahlen auf dem Zettel an, ob das hinkommen kann. An dieser Stelle sage ich auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.